So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute habe ich mal wieder was ganz Besonderes vor, denn mein Heimatdorf ist ja eigentlich Hessberg und in Hessberg gibt es nur eine Arena und ein paar Stops und Woche für Woche lasse ich jedes Mal die Pokestop-Vorschläge verstreichen, obwohl ich ja sieben Stück einreichen kann, alle 14 Tage, reiche ich keine ein, wusste nicht, was ich einreichen soll in Hildburghausen, aber wieso reiche ich nicht einfach in Hessberg was ein? Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich jetzt mal rumgehen, mal durch mein Heimatdorf, werde mir ein paar Sachen suchen, 7 Stück, wenn ich Glück habe, werde ich vielleicht finden, die ich natürlich einreiche, dass ich alle 7 Vorschläge wegmache. Angefangen natürlich mit diesem schönen Schild. Guckt ihr das doch mal an. Das wäre mal, manches ist vielleicht Quatsch, weiß ich nicht. Aber ich finde das cool, das reiche ich ein. Ich habe keine Ahnung. Deswegen nehmen wir das einfach mal mit. Ihr wisst ja, wie das geht hier. Neuer Pokestop, ne? Könnt ihr dann gucken und markieren. Der ist nämlich hier schön am Anfang. Da so in der Ecke, in der Nähe von der Straße. Können wir bestätigen. Können ein Foto davon machen. So zum Eingang. Das sieht doch herrlich aus, oder? So ein herrliches Foto auf jeden Fall. Das nehmen wir mit rein. Beim ersten machen wir das ausführlich. Die anderen zeige ich euch dann, wenn ich sie abfotografiert habe. So, Umgebung noch dazu. Was will man hier die Umgebung zeigen? Laufen wir ein Stück noch auf das Feld. Sehen, dass das dann hinter der Straße ist. Dass hier also so ein Weg ist und hier steht das ganz alleine, das Schild in der Umgebung, bam, ist vielleicht ein schlechtes Foto, keine Ahnung. Ich verstehe eh nicht bei vielen, die Pokestops einreichen, da ist nicht mal ein Umgebungsbild dabei, wie das überhaupt geht. Das nennen wir jetzt einfach irgendwie Willkommenstafel Hessberg und dann im Text unten seit 11.68, das muss dann reichen. Wir gucken mal, was wir noch Lustiges finden, reichen noch ein paar ein und schauen mal, vielleicht können wir unser Dorf ja ein bisschen verwöhnen mit Pokestops, mit einer Arena vielleicht sogar, wenn wir da mehreres irgendwo haben. Ein paar gute Sachen habe ich noch, die dann gut sind, im Gegensatz zu dem Schild, aber ich muss ja 7 Stück finden, also. So, als zweites haben wir uns hier die Amtstafel in Hessberg rausgepickt, die hier mitten im Ort ist, gegenüber von der Bushaltestelle. Da drüben den Spielplatz können wir leider nicht nehmen, der ist nämlich auf dem Privatgrundstück. Aber die Amtstafel haben wir mal mit draufgenommen, da stehen nämlich immer alle wichtigen Infos rund um Hessberg, die Gemeinde, Veranstaltungen, sonst was, wenn irgendwas Fettes am Start ist. Habe ich jetzt mal hier reingeschrieben, ne, alles. Gebe ich mal an, mal gucken, ob das durchgeht vielleicht. Ist ja eigentlich interessant, Informationsschilder, irgendwas. Ich habe auf jeden Fall noch was richtig Geniales dann am Start. So, den nächsten Wasteboard haben wir hier gefunden. Die Trauerkapelle in Hessberg. Eigentlich habe ich immer gedacht, Friedhöfe sollen gar keine Pokestops sein oder Arenen oder irgendwas. Komischerweise, überall wo man hinkommt, sind sogar einzelne Grabsteine Pokestops. Wenn da bedeutende Leute ihre Ruhe gefunden haben, um es mal so zu nennen. Und ja, gerade so Trauerkapellen oder eben so Trauerhallen oder Friedhofskapellen, alles Mögliche habe ich schon so oft gesehen, deswegen probiere ich das auch einfach mal. Viele wissen nämlich gar nicht, dass Hessberg überhaupt eine Friedhofskapelle hat. Die denken, Hessberg hat ein paar Grabsteine und das war's, aber hier war ich auch schon mal dabei bei einer Beerdigung bzw. bei einer Trauerfeier und alles und ich habe das früher gar nicht gewusst, was das ist, als ich noch ein kleines Kind war. Jetzt weiß ich es mittlerweile, habe ich deswegen auch mal hier mit reingenommen. Friedhofskapelle Hessberg. Benutzt für Gottesdienste und Bestattungszeremonien. Nehme ich mal an, mal gucken, ob das mit durchgeht. Und ich finde schon alleine das Bild, das sieht richtig genial aus. Also das ist schon furchteinflößend, ein Gebäude an sich, was eben trotzdem gut erhalten ist und irgendwo zur Kultur dazugehört. Jedes Dorf hat bestimmt noch sowas und wenn nicht, ne, dann keine Ahnung, was weiß ich. Sonst haben wir immer in der Stadt die ganzen Sachen durchgeführt, aber man kann das ja hier vor Ort, wenn jetzt Leute hier aus dem Ort natürlich waren, dann wäre das wohl sinnvoll. Was rede ich eigentlich? Keine Ahnung. Bin verwirrt, den reiche ich jetzt noch ein. Dann habe ich aber immer noch was Besonderes für euch. Das war nämlich nicht das Besondere. Das ist ein bisschen kritisch mit dem, aber wir gucken mal, was passiert.
So, jetzt kommen wir aber zum beeindruckendsten Wayspot, den ich kenne in Hessberg. Und das ist nämlich die Brauerei Hessberg. Die sieht nämlich so monströs aus, einfach nur so ein riesen Gebäude. Und damals, als ich klein war, war das noch in Betrieb. Hat es immer nach Bier gerochen. Dann wurde das stillgelegt, aber man kennt natürlich das Hessberger Spezial. Und alle hassen es oder wie auch immer. Nee, die Hessberger haben es, glaube ich, immer gerne getrunken. Auf jeden Fall ist das immer noch ein sehr beeindruckendes Gebäude. Das ist so mächtig hinter mir. Da könnt ihr natürlich nicht drauf, betreten, verboten. Aber das ist ein Gebäude. Wenn ihr hier steht, könnt ihr ja trotzdem vielleicht, könnte das eine Arena sein. Die Leute treffen sich an der alten Brauerei. Das wäre doch richtig genial. Habe ich natürlich auch dazu geschrieben. Ehemalig, stillgelegt und so weiter. Das ist aber auf jeden Fall das Wahrzeichen schlechthin von Hessberg. Die Hessberger Brauerei, die reiche ich jetzt auch mal ein. Guck mal, ob die durchgeht. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Wir haben jetzt zum Sportplatz muss ich noch. Da kann man vielleicht noch zwei Sachen machen, weil ich wollte eigentlich auf dem Friedhof den einen Grabstein mitnehmen von so einem berühmten Menschen, der beim Ritterzeugs. Irgendwas mit Hessberg, Rittertum, keine Ahnung. Ich habe dann, den Namen konnte ich aber nicht lesen, weil das so eine komische Schrift war. Und bevor ich dann einen falschen Namen eingebe, haben wir das lieber gelassen. Wir gehen jetzt nochmal zum Sportplatz. Da könnte ich vielleicht noch zwei Sachen machen und noch eins hinten bei der Werra. Und dann sind die sieben eigentlich voll. Wir sehen uns also gleich. So, ihr wisst, Spielplätze gehen natürlich auch immer, auf den habe ich es aber nicht abgesehen. Der ist nämlich schon ein Pokestop, wie man hier sieht. Das Besondere kommt aber gleich noch. Guckt euch mal den Spielplatz an. Wir können das Foto hier nochmal größer machen. Spielplatz Hessberg. So ein altes, hölzernes, gammeliges Ding. Und jetzt drehen wir uns mal um. Und was sehen wir da? Oh mein Gott, ist der schön. Das ist natürlich noch ein altes Foto. Das war vorher wirklich so. Und mittlerweile haben die den neu gemacht. Jetzt ist das kein altes, gammeliges Ding mehr. Jetzt ist das ein richtig genialer Spielplatz. Wollen wir euch heute noch mal zeigen. So, hier, das ist alles neu gemacht. Hier drüben konnte man immer hochrennen. Da ist jetzt so eine Metallstange mit einer Rutsche. Das ist alles jetzt aus Plastik gemacht. Auf jeden Fall sieht gut aus. Aber ein zweites Mal einreichen kann man den nicht. Ist ja schon hier, oder? Gilt er als Duplikat. Wenn ich den einreiche und schreibe neuer Spielplatz, ist das dann ein Duplikat oder sind dann plötzlich zwei hier? Man könnte es ja ausprobieren. Aber ich will die drei Vorschläge noch anders nutzen und deswegen ziehen wir jetzt mal weiter zum Sportlerheim. So, als nächstes haben wir hier das Sportlerheim am Stirnberg. Wir sehen nämlich hier hinter mir, da ist das Schild, da ist das Gebäude. Sportlerheim am Stirnberg. Habe ich noch ein Foto von weiter weg gemacht. Hier ist auch immer, wenn Kirmes ist, sind die da auch immer da drin und hausen da rum. Wenn hier Fußball gespielt wird, hausen die da rum. Das ist auch vergittert, das ist aber auch neu gemacht. Da steht noch ein Fahrrad, da sind sie gerade schon wieder drin und saufen, glaube ich. Auf jeden Fall riecht es sehr muffig. Und jetzt gehe ich schnell weg, bevor sie mich verprügeln. Das wäre natürlich auch cool als Arena. Hier ist viel Platz, hier sind Parkplätze, hier kann man mit dem Auto her. Und ist auch so eine kleine Sehenswürdigkeit von Hessberg, sage ich mal. Den reichen wir noch ein. Dann sehen wir uns gleich bei was ganz Speziellen wieder. So, jetzt seht ihr, der Ramses auf einer Wiese, ne? Oder ihr seht hinter mir schon zwei Fußballtore. Was ich nämlich auch oft sehe, dass Leute einfach mal einen Fußballplatz einreichen oder einen Sportplatz. Sportplätze sind eigentlich auch okay. Denke ich mal, hoffe ich zumindest. Deswegen Sportplatz Hessberg mit dem großen Fußballtor mittendrin. Jetzt will ich euch noch einen Stop zeigen, den es schon gibt, nämlich den Eselsbrunnen. Der Akku ist gleich leer und dann reichen wir den allerletzten Stop ein. Dann haben wir die 7 Stück geschafft für diese Folge. Und ja, kommt mal nach Hessberg, spielt mal eine Runde Fuba und vielleicht sehen wir uns ja, als ob der Ramses Fußball spielt. So, und da seht ihr den nächsten Stop, der schon da ist. Den habe ich sogar noch gar nicht gedreht. Historischer Eselsbrunnen 1966. Das ist genial. Den seht ihr hier hinter mir, den kleinen Esel. Hier haben wir früher immer gesessen und gesoffen oder gespielt oder sind oben aufs Bahngleis und haben uns da drauf rumgeprügelt. So muss es auf jeden Fall sein. Checkt mal den Esel aus hier. Props an den Esel. Den drehen wir auch jetzt nicht, denn vielleicht kommt ja noch mal eine Aufgabe. Wo wir das brauchen, Aufbewahrungslimit erreicht. Gut, das kann ich hier schon wieder ausmachen.
Das ist auf jeden Fall cool, ne? Der Eselsbrunnen, auch ein interessanter Treffpunkt. Hier sind ja auch Bänke und alles. Hier stand mal ein richtig fetter, großer Baum. Da sind wir früher auch immer drauf rumgeklettert. Den haben sie jetzt leider weggemacht. Der Brunnen scheint auch trockengelegt zu sein. Da kam früher noch das Wasser raus. Da haben wir immer unsere Stinkfüße reingehalten. Und dann war es immer alles eklig und dreckig. Aber das war Kindheit. Das kennt man heutzutage nicht mehr. Ja, wir fahren jetzt zum letzten Stop, den ich einreichen versuche. Den lassen wir. Falls mal wieder eine Aufgabe kommt, können wir den noch drehen. Und sehen uns gleich am letzten Stop. So, da sind wir angekommen beim letzten Poke-Stop. Und ihr werdet jetzt alle sagen, Herr Ramses, das ist doch Natur. Das ist doch Naturdenkmal. Da ist doch Wasser. Da ist doch sonst was. Aber wir bewegen uns so schnell. Gut. Man sieht das jetzt hier, Infotafel, Durchgang, Finkenmühle. Hier hinten ist nämlich eigentlich die Finkenmühle gewesen. Und hier war im Prinzip immer so eine alte hölzerne Brücke, wo man durch konnte. Die ist dann eingebrochen, da konnte man dann gar nichts mehr machen. Hier sieht man noch die Reste, wie dann hier der Rest der Brücke war. Und die Leute dann immer versucht haben, von da nach da drüber zu hüpfen. Das haben die jetzt auf jeden Fall alles weggerissen. Hier vorne, da war so ein Wuhling auf jeden Fall. Und da haben die jetzt einen künstlichen Durchgang erzeugt, haben da im Prinzip wie eine Insel erbaut, dass das Wasser jetzt hier vorne durchfließt, hinten durchfließt, damit dieser Wasserfall, der vorher da war, nicht mehr gegeben ist. Und das ist eben die Infotafel dazu. Also denke ich mir, das wurde ja von Menschenhand erschaffen, dieser biologische Durchgang. Zählt das vielleicht nicht als Natur, sondern eben es geht um die Infotafel und nicht einfach, ich habe einen Wasserfall fotografiert und gesagt Wasserfall, sondern ich habe die Infotafel für den biologischen Durchgang. Das werde ich jetzt als letzten und siebten Pokestop mit reinvoten und dann gucken wir demnächst mal, wie viele werden denn akzeptiert, wie viele werden abgelehnt und kommen die Ingris-Affen wieder und lehnen einfach alles ab und sagen sich, wer in Hessberg reicht denn Stops ein? Ach, der Ramses, gut, das müssen wir alles ablehnen. Das hat man letztens nämlich in Fallsdorf den Fall. Der kleine Bob in Fallsdorf was eingereicht. Schon hieß es von den bösen Menschen, hey, wer reicht in Fallsdorf den Stops ein? Was, der Bob? Das lehnen wir auf jeden Fall ab. So seht ihr, Leute mit Ingris haben natürlich die Macht und kupfern alles ab. Nicht ab. Egal, ihr wisst, was ich meine. Nee, wisst ihr nicht. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon Pokestops eingereicht? Wie viel habt ihr schon eingereicht? Und wie viele sind durchgekommen? Und wo reicht ihr ein? Geht ihr auch mal in kleine Käfer, wo ihr vielleicht öfters mal zu Besuch seid? Oder da, wo ihr aufgewachsen seid? Da kennt ihr euch ja am besten aus. Und ansonsten mal schauen, ob ich vielleicht selbst irgendwann mal einen von mir drauf habe, den ich selber bewerten kann. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.